Schülerliga-Finale. Ich war zu Gast beim SV Urfa. Ja, heute Vormittag fand das Schülerliga-Turnier statt. Neuhofen, Georg von Beuerbach-Gymnasium, BRG Rohrbach, Franziskus-Schule Ried und MS2 Machtrenk am Start. Wir starten hier mit dem Spiel Machtrenk gegen das Beuerbach-Gymnasium. Beuerbach-Gymnasium legte ordentlich los, spielte richtig guten Fußball. Ja, war wirklich überrascht, wie gut ein Schülerliga-Team sein kann. Und hier auch bereits das 0:1 für das Beuerbach-Gymnasium. Richtig stark gespielt. Rollende Angriffe auf das Machtrenker-Tor. Hier kann der Keeper noch einmal vor einen höheren Rückstand retten. Dann Freistoß, wieder der Keeper. Ja, also sie spielten richtig guten Fußball. Ganz, ganz tolle Einzelspieler. Gratulation dazu. Wir starten mit dem nächsten Spiel. Und zwar geht es jetzt weiter. Machtrenk MS2 gegen die Sportmittelschule Neuhofen. Bei Neuhofen spielt ja auch unser Michi, der ja auch bei mir oder bei Technofußball besser gesagt trainiert und auch bei Austria Salzburg spielt. Da erkenne ich ihn besser. Ja, und da auch hier rollende Angriffe immer wieder aufs Tor. Der Neuhofen und Machtrenker können sich gelegentlich befreien. Hier eine Ecke, aber die bringt nichts ein, außer ein Abseits. Ja, aber sie konnten auch nicht wirklich zwingend vom Tor sein. Sie machten immer noch einen Haken und noch einen Haken, die Machtrenker. Deshalb jetzt Vorstoß über die rechte Seite. Foul hier. Michi, Kapitän mit der Rücknummer 10, bringt den Freistoß schön an die zweite Stange. Kopfballtor 1:0 für Neuhofen. Auch durchaus verdient in der Situation. Wir gehen hier weiter in das Spiel. Wieder ein hoher Ball. Aber diesmal konnte noch verteidigt werden. Nein, kann nicht. Der kleine Blondschopf trifft zum 2:0. Richtig stark gemacht, technisch gut. Ist noch im Laufe des Spiels öfters aufgefallen. Und dann kommt auch noch das 3:0. Neuhofen besiegt die MS2 Machtrenk 3:0. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Neuhofen gegen die Franziskus-Schule aus Ried. Einige Spiele auch des SV Ried dabei. Hier eine Ecke. Die Neuhofener waren hier auch spielbestimmend. Die Rieder konnten sich nur stellenweise befreien mit einem langen Abschlag, wenn der Keeper den Ball gefangen hat. Hier ein Distanzschuss wiederum von Michi. Es bleibt beim 0:0. Wir kommen zum nächsten und letzten Spiel des heutigen Tages für mich. Franziskus Schule Ried gegen das Beuerbach-Gymnasium. Und da ging es richtig ab. Die Jungs vom Beuerbach-Gymnasium treten da richtig, richtig auf. Erste Torchance. Keeper kann noch halten. Nächste Chance. Ging knapp an der Stange vorbei. Ja, die Klassen sind gekommen, auch noch um anzufeuern. Das motiviert die Burschen natürlich nochmal extra, wenn es den Mädels ja, sich in die Herzen spielen dürfen oder können. Eckball, Achtung, jetzt Eckball kommt an die zweite Stange, Kopfball aber auch, der geht knapp daneben. Und jetzt ein Dribbling setzt sich durch, Torschuss, Keeper kann nochmal halten. Es steht immer noch 0:0, abermals der Keeper, jetzt ein langer Ball, Keeper kommt raus, aber der Angreifer von den Gymnasiasten bringt den Ball an die zweite Stange, Kopfballtor, wunderschönes Tor, für mich das schönste Tor des Turniers. Und dann gab es noch eine Flickflack-Salto-Rolle. So, und jetzt das nächste Tor. Du in die Schule gehst, markiere deine Mitschüler. Ich wünsche allen Teams alles Gute. Wenn ich auch dich besuchen kommen soll bei deinem Schülerliga-Turnier oder im Verein, dann schreib es mir in die Kommentare. Vergiss nicht, das Plus wegzumachen. Bis dann. Ciao, ciao.